Trotz des Anstiegs des Goldpreises über die 1200 US-Dollar-Marke hat die Dynamik doch wieder nachgelassen. Alana Moye, was ist der Grund dafür gewesen, dass es nicht mehr einfach so weiter nach oben geht wie in den ersten Wochen des Jahres? Also man sieht es eigentlich tatsächlich ganz schön. Der Goldpreis ist gerade im ersten Quartal hier auch auf dem Chart gut nach oben gelaufen. Einfach auch natürlich gefördert durch die finanzpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken. Im ersten Quartal eigentlich gut 20% an Gewinn gemacht und steht momentan auch sehr stabil über der Marke von 1200 US-Dollar pro Feinunze. Tatsächlich ist aber die, man sieht es auch sehr schön im Chart, das ist kleiner Absätze nach unten wiederum, dass die Dynamik wirklich etwas raus ist. Aber da muss man sagen, für einen langfristigen, gesunden Trend nach oben ist es mit Sicherheit auch einfach sinnvoll, dass er etwas verschnauft. Wenn man mal den Aktienmarkt dazu nehmen würde, dann kann man ja auch nicht gerade sagen, dass der besonders gut gelaufen wäre in den letzten 12 Monaten. Gucken wir hier mal auf den S&P 500, der genau das zeigt. Genau, also der Aktienmarkt betrachtet jetzt gerade vielleicht März 2015, als das Allzeithoch da war, hat natürlich auch wirklich ein tatsächlich schweres Jahr hinter sich. Man sieht, es ging dann auch erstmal gut nach unten, wieder nach oben, also mit einem Auf und Ab gebeutelt sozusagen. Wobei man sagen muss, dass gerade die amerikanischen Werte stehen zwar auch unter Druck, aber nicht ganz so stark, wie es jetzt unsere deutschen Märkte, also wie jetzt ein DAX, der den schwärzesten Jahresauftakt seit jemals hatte, dass es nicht ganz so schwarz bei den amerikanischen Indizes aussieht. Mhm. Wenn man jetzt diese beiden Basiswerte, also Gold zu S&P, mal einfach in Relation setzt, das sieht man wiederum in diesem Chart, sieht man eigentlich, dass Gold sehr stark an Wert verloren hat, was natürlich auch den Abwärtstrend, den halt Gold seit längerer Zeit verfolgt hat, auch sehr deutlich zeigt. Wiederum jetzt in diesem letzten kleinen Stück hier bei 2016, also das erste Quartal, sieht man, dass es da eigentlich zu einer Trendwende kommen könnte, also dass Gold tatsächlich wieder steigen könnte, auch gerade im Verhältnis zum Aktienmarkt. Ich denke, dass gerade viele Goldoptimisten, die auch Gold als physische Anlage oder eben als Direktinvestment weiter nach oben sehen, hier vielleicht mit Argusaugen drauf gucken werden, weil natürlich hier der Swing, wenn er denn kommt, nach oben sehr viel stärker wäre. Wie könnte man denn genau auf dieses Verhältnis setzen? Genau, also es ist tatsächlich, wenn jetzt es gibt natürlich sehr viele wirklich krasse Goldoptimisten, also die Goldbullen, sage ich mal, am Markt, die darauf setzen möchten, dass der Goldpreis auch wieder nach oben geht und gerade im Verhältnis zum Aktienmarkt oder S&P 500, also das auch gerade der Chart ist, ein Chart, der oftmals auch von Experten einfach genutzt wird, um sich das zu veranschaulichen. Diese natürlich können mit einem Alpha-Zertifikat beispielsweise, die gerade diese relative Wertentwicklung Gold zu S&P 500 abdeckt, eigentlich ganz gut investieren. Ja, Alpha-Zertifikate reden wir auch nicht immer drüber. Ich glaube, was sie ausmacht, ist vor allen Dingen, dass es mindestens zwei Basiswerte sind, auf die das Zertifikat setzt. Wie funktioniert das in diesem Fall genau? Genau, also bei unserem Alpha-Zertifikat ist es so, dass man mit Gold long geht und mit dem Index, also mit S&P 500 short, und das Ganze dreifach gehebelt ist und man dann halt an der relativen Wertentwicklung von Gold zu S&P 500 gehebelt partizipiert. Mhm. Was auch bedeutet, dass nicht unbedingt jetzt nur, also für die Goldbullen ist natürlich schön, wenn es so ist, dass wenn der Goldpreis einfach nach oben steigt, ist es natürlich sehr vorteilhaft, aber es kann auch einfach so sein, dass der Markt sinkt. Es muss einfach nur sein, dass Gold im Prinzip sich stärker beweist als der S&P 500. Und das ist im Prinzip schon die Funktionsweise des Produktes. Also man verkauft praktisch den S&P 500, um dabei dann in Gold einzusteigen. Genau. In was wird denn da genau eingestiegen beim Gold? Genau, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Es ist nicht Gold als Feinunze, also nicht der Spotpreis, also der CASA-Preis, sondern das Produkt handelt auf den SPDR Gold Shares ETF. Das ist auch aus Vereinfachungsgründen mit dem Handel ist das einfacher, als auf den tatsächlichen Spotpreis der Feinunze zu handeln. Ja. Also es ist ein Produkt, das wirklich was für hartgesottene Optimisten ist, das muss man schon dazu sagen, die auch darauf setzen wollen, dass es gegenüber Aktien noch mal besser läuft als mit dem Gold selbst. Und genau. Sie haben das so nebenbei gesagt, dreifach gehebelt. Das gilt für beide Basiswerte dann, glaube ich. Genau, richtig. Also den Hebel sollte man natürlich immer im Fokus haben. Aber ich gehe davon aus, wenn Anleger auf dieses Produkt setzen, wollen sie natürlich auch mit Hebel investieren. Und natürlich wird immer so
um die 3 auch gehalten während der Laufzeit. Also ist das Produkt, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, ist ein Open-End-Produkt, also es gibt keine Endlaufzeit. Und genau, also der Hebel ist auf jeden Fall auch natürlich entscheidend. Es ist ja gar nicht so einfach, den Hebel immer so ungefähr bei 3 zu halten, wie Sie es gerade gesagt haben, sowohl eben bei dem Gold-ETF, der da drin steckt, als auch beim S&P 500. Wie wird das rein technisch umgesetzt? Also wir als Emittent oder wir als Marketmaker gewährleisten das in dem Sinn, dass sobald der Hebel kleiner als 2 wird, was natürlich dann für den Anleger auch in irgendeiner Art und Weise uninteressant wird, wenn er kleiner als 2 wird, oder aber auch größer als 4, wo es dann auch schnell gefährlich werden kann, sage ich mal, sind unsere Händler einfach jeden Handelstag, also am Ende des Handelstages, schauen sie auf das Produkt und schauen sich den Hebel an, sofern kleiner 2 oder größer 4 wieder einfach wieder angepasst und man ist wieder auf dem Hebel 3. Also das, da wird einfach geguckt, ob das noch hinhaut und wenn nicht, muss man halt anpassen. Genau, richtig. Es kommt also damit auch nicht jeden Tag vor, muss man auch dazu sagen. Genau, also das ist natürlich nur, sage ich mal, wenn es jetzt wirklich auch starke Marktbewegungen geben könnte, dann ist es so, oder wenn das Produkt eine Zeit lang gelaufen ist, dann wird es wohl zu einer Anpassung kommen, aber jetzt im normalen Marktverlauf jetzt eher nicht, genau. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wann es denn auch zum Knockout kommen kann, denn wenn ich es richtig verstanden habe, geht es nicht direkt um diesen Chart, der das nur veranschaulicht, sondern es geht wirklich um die Basiswerte, die dem zugrunde liegen. Genau, also man muss eigentlich tatsächlich das Produkt Alpha-Zertifikat, das Alpha ist diese relative Wertentwicklung, was natürlich entscheidend ist für den Gewinn des Zertifikates an sich, aber das Produkt besteht aus diesen beiden Basiswerten und diese muss man natürlich auch einzeln betrachtet sehen. Wann kommt es zu einem Knockout? Das ist, also wir sind ja in der Gold-Position, sind wir long. Das bedeutet, wenn Gold innerhalb eines Handelstages mehr als 33% steigen würde oder beim S&P 500, wenn der innerhalb eines Handelstages mehr als 33% fallen würde, dann würde es natürlich dazu kommen, dass dann auch keine Anpassung stattfinden könnte. Und dann würde es auch zu einem Knockout kommen. Aber muss man auf der anderen Seite auch sagen, ist natürlich jetzt, dass der Goldpreis innerhalb eines Handelstages mehr als 30% steigt oder auch der Aktienmarkt mehr als 30% fällt, sind so Situationen, die jetzt auch nicht allzu häufig vorkommen. Aber kann es nicht sein, dass diese Veränderung um ein Drittel auch über einen längeren Zeitraum als einen Handelstag schon zu einem Knockout führen kann? Weil irgendwo liegt ja die Knockout-Barriere. Nee, dann würde es ja mittlerweile wieder angepasst werden. Mhm. Also wie gesagt, der Knockout kann wirklich dann nur geschehen, wenn das innerhalb eines Handelstages passieren würde. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Information. Genau, was vielleicht auch ein Vorteil zu anderen Produkten ist. Also man hat schon öfter Alpha-Zertifikate aufgelegt. Die hatten vielleicht noch die ein oder andere, sage ich mal, Kinderkrankheit. Aber bei dem Produkt haben wir versucht, solche Kinderkrankheiten eigentlich auszumerzen. Und das ist natürlich dann das Ergebnis davon. Wenn dann also ständig Anpassungen oder regelmäßig Anpassungen vorgenommen werden, dann ist das ja auch ein gewisser Aufwand für den Emittenten, oder? Also tatsächlich, klar, der Händler macht das bei sich im Rechner, muss die Anpassung einfach vollziehen. Aber wir waren so glücklich, dass wir das Produkt tatsächlich ohne Managementgebühr ausstatten konnten. Deshalb fallen da keine Kosten für den Anleger an. Für wen eignet sich denn dieses Produkt? Das ist ja ein Trading-Produkt. Also bestimmt nicht für jeden, aber für wen denn? Also fällt ja eigentlich per se unter die Kategorie der Anlageprodukte. Aber wie Sie es schon richtig sagen, es ist ein gehebeltes Produkt, also tatsächlich eher im Trading-Bereich anzusiedeln. Definitiv für Anleger, die zum einen immer sehr wachsame Augen auf den Markt haben, da, wie schon gesagt, die beiden Basiswerte einfach ständig beobachtet werden müssen. Und zum anderen, da es natürlich auch gehebelt ist, definitiv für Anleger oder Trader, sage ich mal, die zuvor vielleicht auch schon mal das ein oder andere Hebelprodukt auch schon gehandelt haben. Also jetzt nichts für wirkliche Neulinge im Markt. Bei Hebelprodukten muss man wissen, da ist immer der Totalverlust möglich. Und es reicht wahrscheinlich auch schon, dass einer der beiden Basiswerte innerhalb eines Tages überhaupt den Knockout erreicht. Genau, richtig. Also sofern das ist, dass einer der Basiswerte entweder 33% steigt oder 33% fällt, kommt es dann zum Totalverlust. Das ist in der Natur, sage ich mal, von Hebelprodukten natürlich gegeben. Ja, wobei beim Gold fallen
beim S&P 500 steigen, die andere Richtung jeweils nicht. Genau. Risikoreich ist es also, die Gewinnchancen sind aber entsprechend hoch. Genau, richtig. Also sofern natürlich der Goldpreis, wie wir vorhin schon gesagt haben, von, sag ich mal, den Goldbullen, jeder, der da optimistisch ist, sich relativ stärker zum Aktienmarkt, also in unserem Fall den S&P 500, bewegt, der ist natürlich renditetechnisch da sehr gut ausgestattet. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn ich kann mir ja auch eine Situation vorstellen, in der Gold seitwärts geht oder fällt, aber trotzdem besser performt als der S&P 500. Und da würde ich ja hier auch gewinnen. Genau, das ist, um was es eigentlich bei dem Produkt halt auch geht. Also der Long-Basiswert, also in unserem Fall Gold, muss eigentlich jetzt nicht nur unheimlich steigen, sondern es geht einfach darum, dass dieser stärker steigt als der dazugehörige Referenzpreis, also der S&P 500. Mhm. Das ist einfach, also das ist diese relative Wertentwicklung dieser zwei Basiswerte zueinander. Umgekehrt wäre es dann blöd, wenn die Aktien stärker steigen als Gold. Genau, richtig. Das ist natürlich die unschöne Situation bei dem Produkt, wenn das so wäre. Nehmen wir an, der S&P 500 würde deutlich stärker steigen, der Goldpreis tatsächlich dann nicht so stark, dann ist natürlich mit einem Verlust im Zertifikat zu rechnen. Ja, also ein echtes Relativprodukt sozusagen, dieses Alpha-Zertifikat auf Gold und S&P 500. Alana Maui, vielen Dank für das Gespräch. Und meine Damen und Herren, es ist natürlich ein Zertifikat, wo man sich genau die Details anschauen muss. Sicherlich eine intelligente Trading-Idee. Aber wer darauf setzen will, dass Gold besser läuft als Aktien, egal ob nach unten oder nach oben, der liegt mit diesem Alpha-Zertifikat im Trading-Bereich sicherlich richtig. NTV, der Nachrichtensender.